das ist Moss und das ist der Laubhaufen. Yay! Ja moin, hey, und willkommen zum neuen Video. Wir haben einen Laubhaufen und wir werden Spaß mit einem Laubhaufen haben. Und dem Auto. Und mit? Ente. Safe haben da Hunde reingekackt, Alter. Das riecht so nach Scheiße. Nein, eigentlich habe ich die gerade angepisst. Boah, geil. Boah, nee, die will ich jetzt gerade nicht mehr ablenken. So, da wird ein Stunt-Video hier an den Laubhaufen. Basti ist auf die grandiose Idee gekommen. Ich setze mich ans Steuer von unserem Entenmobil. Und er wird vom Dach aus in den Haufen reinspringen. Und einmal von der Motorhaube. Da wird wahrscheinlich nicht ganz so langes Video. Das wird auch wahrscheinlich kompliziert vom Dach aus. Also, du musst nämlich durch die Kurve relativ eng fahren, bitte. Ja. Damit ich auch wirklich in den Haufen reinfliege. Und nicht drüber. Also, wir werden jetzt mal ein paar Probedinger machen. Gucken, wie gut er sich überhaupt auf dem Dach festhalten kann. Let's go. Komisches Gefühl, einen Franzosen zu fahren, oder? Ist schon so. Ja, der Kai, der macht jetzt erstmal eben so ein bisschen einmal hier um im Kreis fahren, um mit meinem Auto warm zu werden. Ach scheiße, der hat meine Jacke noch hinten drauf. Oh fuck. Professionalität. Ja, der fährt jetzt gerade und droppt erstmal mein scheiß Handy. Oh, schön. Da kommt er, das Viech. Ey, du Pissnecke. Wie wär's noch, wenn wir nächstes Mal die Sachen vom Dach nehmen? Ich kann auch sehen, dass meine Jacke da noch hängt. Ja, mein Handy ist da drauf. Ich fühle mich fit. Ich mich gar nicht mehr. Ich so kann mich leider nicht reinschmeißen, weil Kreuzband immer auch nein sagt. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, wie du dich auf dem Dach festhältst. Oh, also gar nicht, aber ja. Fahr mal nach da. Geradeaus. Weiter und hin. Oh, Scheiße! Wie geht's dir? Ganz gut! Cool. Ich bin eigentlich gar nicht bereit, aber ja. Fuck it. Weiter! Hep! Geil! Das ist richtig gut! Aber klappt ja schon ganz gut. Die nächste Stufe ist halt, wenn ich mich oben auf mein Dach stelle und dann da rein drop. Da bin ich aber noch nicht ganz so der Freund von der Idee, aber das wird schon lustig. Ja, man tut ja alles für seine Freunde und für den Content. Das wird lustig. Alter Lachs, ich bin einfach auf 20 gegangen, Alter. Ich hab dich nur so fliegen sehen. Aber der Impact ist echt nicht hart, bin ich ehrlich. Kurzer Disclaimer, nicht nachmachen. Nee, bitte nicht. Einfach nicht nachmachen, es kann so viel passieren. Deswegen will Berning auch nichts da reinflippen. Die fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss sie enttäuschen, sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Aber jetzt wird sich Berning seitlich auf sein Dach klammern. Ja. Ich werde an dem Haufen mit ihm vorbeifahren und er will reinspringen. Ja, das muss jetzt passen, weil sonst tue ich mir saumäßig weh. Also so ein Laubhaufen ist schon was Tolles, aber dann macht er mit dem Fahrrad oder so und nicht unbedingt mit dem Auto. Oh, wir preppen die ganze Scheiße jetzt. Ich halte mich gerade fest, mach mal. Ich halte mich jetzt hier gerade erstmal fest. Kai fährt da erstmal drauf zu. Wie schnell bist du? Das ging aber irgendwie schneller hier oben. Oh ja, das geht wohl und dann müsste ich da rüber jumpen. Ja doch. So rüber. Ja, lass mal machen die Scheiße. Fahr. Näher dran, näher links. Weiter. Fahr. Woo! Woo! Insane. Das ist so geil. Ich glaube, ich überrasche den Kai jetzt mal. Und wir machen die ganze Scheiße vielleicht mal sogar mit einem Frontflip. Alter, wenn er jetzt wirklich den Frontflip da reinschmeißt, wollen weiß ich auch nicht mehr, Alter. Insane, so ein Laubhaufen macht einfach Spaß. Ich glaube, wir machen jetzt noch den Frontflip. Ja. Und dann wartet auch schon für das Video, weil wir werden hier schon total krumm angeguckt von Leuten. Ich glaube, die feiern das nicht so sehr wie wir. Und ja, wir machen jetzt auf jeden Fall noch den Frontflip. Aber er wird das Ganze nicht vom Dach machen, sondern von der Motorhaube. Also heißt, ich werde eine Gefahrenbremse machen. Und er wird halt raus katapultiert. Die GoPro werden wir auch eben in den Laubhaufen einfach reinstecken. Ja, ich mach das mal eben. Und dann let's go. Auf gute Basis, auf gute Teamarbeit hier. Weiter, komm! Und hä? Ja! 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 Du hast gefuckt! Geil! Junge, ist das geil! Hä? Ja, tun wir ja. Alter, einfach insane. Einfach Alter. Insane. Junge, das war voll der Push. Alter. Ja, natürlich. Alter. Das ist so gut. Du hast so gemacht. Ich hab den Laubhaufen einfach null gesehen. Ja, ich bin halt fett.
Ich wusste einfach null, wann ich in die Bremsung muss. Und er sagt mir so, jetzt. Und ich denke, boah, geil, oh, Alter. Vor allem, ich sehe auf einmal alles Kopf über. Ich so, Alter, was ist denn jetzt los? Ja, ich bin aber relativ hoch reingeflogen. Geiler Scheiß, Alter. Geil, ey, so gut. Dann macht das bitte nicht nach. Wir hoffen, euch hat das Video so sehr gefallen, wie uns hat Spaß gemacht, ja, das Scheiß hier aufzunehmen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst. Und ich würde sagen, wir gehen gefühlvoll ins Outro. Outro! Outro. Bereit, Alter. Rüstungshaki aktiviert. Eins, zwei, drei, zähne. Outro! Und der Hoden. Geil. Geil. Damit sehen wir uns im nächsten Video. Fuß auf die Nuss und reingehauen. Da war genau die Metallstange, Alter. Oh, Scheiße. Weißt du jetzt, was ich jedes Mal durchmache? Das ist aber irgendwie lustig. Es tut weh. Wo film ich eigentlich hin? Es tut weh, aber es ist lustig. Dazu kann ich jedem empfehlen, probiert Nutshots. Das ist intensiv anders und fördert eure Beziehung zu anderen durch Schadenfreude. Oh. Hallo Maria. Was wollt ihr? Was hältst du von Leuten, die von der Motorhaube aus in den Laubhaufen springen? Bei der Fahrt. Bei der Fahrt. Das ist krank. Wie findest du jetzt Leute, die von der Motorhaube während der Fahrt springen und ein Vorwärtssalto machen in einen Laubhaufen? Während der Fahrt? Ja. Das ist noch viel kranker. Hi. Aber ist schon lustig, oder? Der Opa hat es gefeiert. Welcher Opa? Da war so ein Opa am Pröpfchen. Der hat gedacht, ihr müsst die Scheiße auch filmen. Dann wir so, ja, tun wir doch. Und er hat so gefeiert.